Verehrtes Publikum, es geht heute um die Reisen des Marco Polo. Du bist also Marco Polo? Der Händler, mein Herr. Hallo, ich bin Prinzessin Coca-Keen. Vielleicht kennt ihr mich noch aus der Inszenierung Marco Polo. Heute, da seht ihr meine Geschichte. Auf See. 8. Oktober 1292. Wir sind auf dem Weg zum persischen Königshof, um die wunderschöne Prinzessin Coca-Keen, die den Herrscher von Persien heiraten soll, wohlbehalten dorthin zu bringen. Wir fahren als... Nein! So ein Quatsch! Das ist nicht meine Geschichte. Ich zeige euch jetzt, wie es wirklich war. Ich war also mit Marco auf See. Das stimmt soweit. Aber als er mir von seinem Plan erzählte, mich an diesen persischen König zu verheiraten, da brach plötzlich ein gigantischer Sturm los. Wow! Oh mein Gott! Ja! Oh! Ich hab das Schiff nicht mehr unter Kontrolle! Rettet ihn! Rettet ihn! Passiert ist, ich wurde einfach auf diese super coole Insel gespült. Guck mal, hier wächst frischer Salbei und Minze. Ja, und ich habe entschieden, ich bleibe jetzt einfach hier und lebe frei und mach das, was mir gefällt. Ich lasse mich doch nicht einfach von irgendeinem Mann, den ich nicht mal kenne, wegheiraten. Nein. Ohne mich. Aber ich meine, wo sind wir denn überhaupt? Marco? Marco?